Excellent. Natalie, buchstabierst du's? Das ist leicht. Excellent. E-X-Z-E-L-L-E-N-T. Excellent. Excellent gemeistert. Okay, also unser letztes Wort wird sein Resilienz. Dana, kannst du das buchstabieren? Okay. Resilienz. R-E-S-I-L-E. Falsch. Du wolltest wieder I und E vertauschen. Tut mir leid. Weißt du was? Ab jetzt heißt du Legastheniker Dana. Hey, Natalie, lass das sein. Es ist nicht nett, über die Lernschwächen anderer zu lachen. Dana, es ist alles okay. Du machst das gut. Okay, ihr Lieben. Vergesst nicht, der Hawkins Buchstabierbienen-Wettbewerb ist in 2 Wochen. Und der Gewinner bekommt die Buchstabierbienen-Trophäe. Ah, yeah, wow. Also, wenn ihr mitmachen wollt, kommt vor und nehmt einen Flyer. Danke. Natalie. Dana. Wirst du antreten? Nein, Mr. Wallace. Warum nicht? Willst du nicht? Der Buchstabierbienenwettbewerb klingt wie ein Traum. Aber ich verwechsle ständig meine Buchstaben und ich bin nicht so klug. Hey, hör mir zu. Eine Lernschwäche zu haben, heißt nicht, dass du nicht klug bist. Es heißt nur, dass du anders lernst. Du brauchst nur Widerstandskraft. Resilienz. Hm? Okay. Also, nimm das mit. Und nimm das. Rechtschreibkarten. Und übe. Danke. Okay. Und jetzt raus hier. Besiegen. B-E-S-E-I-G-E-N. Besiegen. Schon wieder falsch, das ist so schwer. Hey! Oh mein Gott, tut mir so leid. Pass auf, wo du hintrittst. Warte, erzähl mir nicht, dass du bei der Buchstabierbiene mitmachen willst. Doch, ich übe dafür. Warum? Kannst du üben, buchstabieren? Oder verwechselst du wieder deine E's und Ü's? Mal ehrlich, du bist nicht klug genug, um zu gewinnen. Naja, Mr. Wallace sagt, nur weil ich anders lerne, heißt das nicht, dass ich nicht klug bin. Er will nur nett sein, Legastheniker Dana. Diese Karten können dich nicht retten. Nichts kann das. Ciao. Hey, die Rechtschreibkarten. Ich glaube nicht, dass sie ruiniert hat. Dana, was ist passiert? Ich hätte nie versuchen sollen, teilzunehmen. Ich werde nie klug genug sein, um zu gewinnen. Hey, sag das nicht. Du kannst immer noch gewinnen. Oh ja, woher wissen Sie das? Sie wissen nicht, wie es ist als Legastheniker. Eigentlich weiß ich ziemlich gut, wie sich ein Legastheniker fühlt, weil ich mein ganzes Leben schon damit kämpfe. Was? Sie haben... Ja, aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ich habe die Buchstabierbiene gewonnen. Vor 20 Jahren. Das bin ich am Abend, als ich gewonnen habe. Und meine Englischlehrerin hat an mich geglaubt. Ich dachte nicht, ich wäre klug genug zu gewinnen. Aber sie hat mir genau das gesagt, was ich versuche, dir zu zeigen. Eine Lernschwäche zu haben, heißt nicht, dass du nicht klug bist. Es heißt nur, dass du anders lernst. Oh mein Gott. Nimm besiegen. Bevor du es buchstabierst, höre auf den Klang langsam. Besiegen. Beginne zu klopfen. Finde einen Rhythmus und sage jeden Buchstaben langsam. Schauen wir, ob das klappt. B, E, besiegen.
B-E-S-I-E-G-E-N besiegen. Ja, Dana, das nennt man rhythmisches Buchstabieren. Du bist so klug. Du lernst nur anders. Komm schon, machen wir weiter. Da Mr. Wallace Dana hilft, entdeckt sie neue Arten zu lernen, die für sie funktionieren. Sie lernt zu klopfen, während sie buchstabiert. Der Puls hilft ihr, die Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Sie übt Buchstabieren, während sie Seil springt. Der Rhythmus hilft ihr, schneller zu lernen. Sie entdeckt all diese neuen Lernmethoden, die ihr helfen, ihre Rechtschreibschwäche zu überwinden. Dana buchstabiert Worte, von denen sie nie gedacht hätte, dass sie es kann. Und dann kommt der Tag der Buchstabierbiene. Dana wird viele schwere Worte gefragt. Und buchstabiert sie jedes Mal richtig. Sie kommt immer weiter und schlägt einen Mitstreiter nach dem nächsten. Sie kommt bis in die Endrunde, um gegen eine Person anzutreten. Natalie. Und nun für die Endrunde des jährlichen Hawkins Mittelschulen Buchstabier-Bienenwettbewerbs. Natalie, dein Wort ist Intelligenz. Intelligenz. Das ist so einfach. Sie können mir die Trophäe gleich geben. Intelligenz. I-N-T-E-L-I-G-E-N-Z. Intelligenz. Das ist nicht korrekt. Intelligenz hat zwei L. Nein, 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 nein. Das war ein Unfall. Ich will es nochmal versuchen. Nein, es tut mir leid. Regeln sind Regeln. Dana, wenn du das nächste Wort richtig buchstabierst, gewinnst du die Trophäe. Und das Wort ist Resilienz. Okay. Resilienz. R-E-S-I. L-I-E-N-Z. Das ist korrekt. Und Gewinner der 2021 Buchstabier-Bienen-Trophäe ist... Das ist nicht fair. Wie kann eine Legasthenikerin mich schlagen? Du bist offensichtlich nicht klug genug. Naja... Ich hatte auch nicht gedacht, dass ich klug genug bin. Aber dann hat mich jemand daran erinnert. Nur weil man eine Lernschwäche hat, heißt das nicht, dass man nicht klug ist. Es heißt nur, dass man anders lernt. Wie auch immer.